75 Jahre nach dem Abwurf der Atombombe über der Stadt Hiroshima haben die Menschen in Japan der Opfer gedacht. Schätzungen zufolge starben mehr als 200.000 Menschen sofort oder später an den Folgen des amerikanischen Angriffs. UN-Generalsekretär Guterres erklärte, der einzige Weg, um das nukleare Risiko vollständig zu beseitigen, bestehe darin, Atomwaffen vollständig zu eliminieren. Es war morgens um 7:45. Die Sonne schien. Der Moment, in dem die Bombe fiel. Stilles Gedenken an die Opfer des Atomangriffs auf Hiroshima, heute vor 75 Jahren. In seiner Rede ermahnt der Bürgermeister der Stadt die Staats- und Regierungschefs der Welt einmal mehr, sich stärker für atomare Abrüstung einzusetzen. Wir dürfen niemals zulassen, dass sich diese schmerzhafte Vergangenheit wiederholt. Zivilgesellschaften müssen eigensüchtigen Nationalismus zurückweisen und sich allen Gefahren vereint entgegenstellen. Nur mit Solidarität, so Matsui, sei auch die Corona-Pandemie zu besiegen. Wegen des Virus war die übliche Gästezahl auf ein Zehntel reduziert, darunter Überlebende von 1945. Sie fordern, dass Japan den internationalen Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffen unterzeichnet. Doch ihr Land sträubt sich. Wir halten an unseren antinuklearen Prinzipien fest und vermitteln zwischen Ländern mit unterschiedlichen Positionen. So übernehmen wir die Führung bei den Bemühungen, eine Welt ohne diese Waffen zu erreichen. Japan möchte eine atomare Option behalten. Angesichts der Spannungen in Ostasien eine politische Entscheidung. Das aber bedeutet für die Überlebenden, dass sich ihr Traum einer Gegenwart ohne Atomsprengköpfe wohl nicht mehr erfüllen wird. Auf der italienischen Seite des Mont Blanc droht ein gewaltiger Teil eines Gletschers abzubrechen. Es könnten rund 500.000 Kubikmeter Eis ins Tal stürzen, erklärten Experten. Für die kommenden Tage sind hohe Temperaturen angekündigt, was die Gefahr eines Abbruchs erhöhe. Einwohner und Touristen wurden aus dem darunter gelegenen Tal in Sicherheit gebracht. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 7. August. Über Mittel- und Nordosteuropa liegt ein ausgedehntes Hochdruckgebiet, das sich kaum von der Stelle bewegt. Im Süden und Osten in der Nacht auch mal kompaktere Wolken, ansonsten ist es meist klar. Am Tag scheint vielfach die Sonne, von der Schwäbischen Alb über Oberfranken bis nach Brandenburg im Laufe des Tages Quellwolken. Dort sind über dem Bergland stellenweise Schauer möglich. In der Nacht 19 Grad am Niederrhein, 10 Grad im Sauerland. Am Tag 26 Grad auf den Inseln, 36 Grad am Niederrhein. Auch am Samstag ist es oft sonnig, in der zweiten Tageshälfte teilweise ein paar mehr Quellwolken und einzelne Hitzegewitter. Ähnlich verläuft der Sonntag, wieder bis 37 Grad, und auch am Montag ändert sich an dem hochsommerlichen Wetter nichts, dann bis 38 Grad. Um 22.35 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Testen, 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 wie Deutschland das Coronavirus in Schach halten will, und Sommerschneerekord in Norwegen, warum Skifahrer jubeln und Klimaforscher grübeln.